Substrat aufgefüllt, das sieht man hier auch schön an der Führung, einfach in der Farbe. Das muss ich erstmal wegkratzen, das muss ja oben wieder nah, und dann habe ich der Baumsubstrat neben nachgehetzt, ja. Und jetzt kommt nachher der Baum rein, dann kommt wieder das Baumsubstrat rein und am Schluss kommt das Substrat oben auf. Na, hier sind 12,5 Kubik quasi Baumsubstrat reingekommen, also das haben sie hier schon quasi ausgraben, Baumsubstrat rein und dann mit Substrat oben abdeckt. Da kommen dann Stauden rein. Aber das ist schon früher, denke ich. Baumkrone und Wurzelverhältnis stimmt ja schon gar darüber ein, ja? Weil der in der Pflanzschule hat eine größere Wurzelkette, jetzt ist schon einfach kompakt. Und das heißt, wenn man den jetzt zurückschneiden würde, dann liegt es im Bereich des Möglichen, dass der von oben her austrocknet, weil der natürlich Durst hat, ja? Der braucht Wasser und dann kriegt er einfach nicht mehr genug. Oder er überlebt es schon, hat aber so einen Kampf und hat so einen Stress, wo dann wieder die Schädlinge anzieht. Das ist der nächste Punkt. Deswegen grundsätzlich, wenn ein Baum kommt, ein Pflanzschnitt. Da hat aber zu viele Konkurrenten, sage ich mal dazu. Wenn wir das wieder zurückschneiden. Und alles, was auch noch innen neu wächst. Zum Beispiel Martin Awaga. Hier der Arsch. Ja. Der wahrscheinlich komplett groß. Ja. Ja. Aber komm, hörst du mal im Akita. Da müssen wir jetzt so einen dickeren rausnehmen. Den könnten wir jetzt mit viel Muskelkraft mit der Schere schneiden, aber da haben wir halt die Gefahr, dass man quetscht. Mit der Säge könnte man auch reingehen, aber da schneide ich gerne mit der Makita. Mein Kollege wird das jetzt kurz machen. Das ist Elektro, muss man aufpassen auf die Finger. Und der macht einfach einen sauberen Schnitt. Und zwar, wenn ich den einfach so abschneide, hat man hier die Knospe, ja, und den, wo ich lasse, da wächst er natürlich logischerweise raus. Das heißt, wenn ich gucke, wenn ich den jetzt abkappe, dass ich ihn äußere Knospe standen lasse, den hier, so, dann wächst der hier noch aus. Und wenn ich den noch innen lasse, dat, dann wird er noch innen in den Stamm reinwachsen. Das wollen wir, die schneiden wir ja gerade raus. Musik.